Nichts verschwenden, wie gesagt. Da ist jetzt auch schon das Wasser mit den Tomaten dran. Hier kommt dann noch ein bisschen Kräuter de Provence. Was heißt ein bisschen? Na, ruhig gut rein. Und wenn ihr habt, könnt ihr natürlich noch alles Mögliche in eure Bolognese-Soße hauen. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust auf Paprika oder so, aber werdet kreativ, macht da einfach. Jetzt kann man das gelbe Zeug hier, Mais oder sowas, könnt ihr reinmachen. Alles, was euch halt schmeckt oder frische Tomaten, keine Ahnung, Zucchini oder macht, was ihr wollt. So. Und das ist dann im Prinzip auch schon unsere Bolognese-Soße. Muss man immer von Mal zu Mal gucken. Abschmecken. Was fehlt drin? Süß, sauer, Zucker, alles drin, scharf.